Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Detention. Hier waren wir ja das letzte Mal bei diesem komischen, Puppenspiel stehen geblieben. Okay, jetzt weiß ich auch wieder, was wir zu tun haben. Wir haben da einen Schlüssel bekommen und damit können wir jetzt aufs Dach gehen. Mit dem... Aber warte mal. War man nicht schon auf dem Dach? Oben? Warte mal. Oh, ich glaube, der hat nicht gespeichert. Kann das sein? Warte mal. Das kann natürlich sein, dass der da nicht gespeichert hat bei dem Puppenspiel. Dass ich erst... Oh, ich bin so doof. Ah, okay. Nee, hat wirklich nicht gespeichert. Okay, dann gibt es hier einen kurzen Cut nochmal bis zu der Stelle, wo wir wirklich stehen geblieben sind. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich jetzt endlich wieder. Das war jetzt tatsächlich nochmal sehr, sehr viel, was ich nochmal spielen musste. Das waren jetzt 18 Minuten, weil ich nicht gespeichert habe beim letzten Mal am Ende. Das heißt... Ich werde jetzt als allererstes speichern gehen. Weil ich möchte das jetzt nämlich nicht nochmal alles machen. Genau, zum Glück bin ich jetzt gleich hier. So, wir gehen jetzt allererstes mal speichern. Und dann, wir haben jetzt den Kellerschlüssel. Mich gar nicht mehr daran erinnern, dass unten im Keller noch mal was war, was wir machen können. Ich dachte, da waren eben nur diese Kerker. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wo da noch eine verschlossene Tür war. So, jetzt kann es aber endlich weitergehen mit dem Spiel. So, dann gehen wir mal runter in diesen wunderschönen Keller. Hallo? Freilassen, oder was? Ach, die Tür hier wahrscheinlich, ne? Ja, okay. Alles klar. Oh, ja, noch mehr. Nur ein langer Gang bis jetzt. Oh. Hä? Was? Wei, danke, dass du das hier für mich tust. Du musst dich dafür nicht bei mir bedanken. Ich mache das immer, um dir zu helfen, wenn du danach fragst. Obwohl es mir wirklich leid tut, dass ich dich bis hierher zu meinem Klassenzimmer schleifen musste. Bist du dir sicher, dass niemand etwas von unserem Treffen weiß? Natürlich nicht, Miss. Okay,
er vergleicht uns mit Mrs. Yin, die am Anfang verschwunden ist. Ich kann nicht gegen sie ankommen. Ah, okay, sie ist die Tochter von dem Schuldirektor. Hey, lass mich dir eine Frage stellen. Ich sehe als, oder ich bemerke, wie Mrs. Yin und Mr. Chang sehr oft miteinander sprechen. Weißt du vielleicht, was für eine Art Beziehung sie haben? Okay. Das war jetzt wahrscheinlich so eine Art Rückblende oder was? Oh. Eine Papiertüte, die dort liegen gelassen worden ist von Wei. Book Club Reading List. Ich habe jetzt eine Waffe. Kann ich damit die Geister töten? Musik ändert sich. Book Club Reading List. With proper use, I could use this unassuming list practically destroyed those in my way. Aber was heißt das? Sache ist jetzt, wir haben eine Waffe gefunden. Aber was sollen wir mit dieser Waffe tun jetzt? Ach ja, warte mal. Vielleicht kann ich die jetzt, obwohl, nee, das Puppenspiel war ja schon fertig. Ist sie vielleicht irgendwann wahnsinnig geworden? Okay, hier habe ich jetzt alles gemacht, ne, was ich machen konnte. Wir haben die Puppe rausgeholt, wir haben Klavier gespielt. Was mit der Hand machen? Geh da mal rein. Nein, kann ich nicht. Okay. Okay. Obwohl ich jetzt nicht glaube, dass ich diese Geister mit der Waffe umbringen kann. Das glaube ich nicht. Okay, wir gehen nochmal hier lang.
das, wenn ich hier weiterlaufe? Nichts. Okay. Okay, ich habe es gefunden, was ich tun musste. Hier rein. Oh. Ein Raum voll mit Spiegeln. Oh.
Mrs. Yin. Ah, das ist die Lehrerin, die verschwunden ist. Was machen Sie hier? Als deine Lehrerin mache ich mir öfter Sorgen um Studenten, die ein bisschen rebellisch wirken. Erinnerst du dich, was du getan hast? Was? Was? Hast du es vergessen oder möchtest du dich nicht daran erinnern? Du? Nur ein harmloses Stück Papier, richtig? Und stattdessen musste ich sterben. Er musste sterben und viele andere Studenten mussten dafür sterben. Warst du es? You just keep causing me trouble. Du bereitest mir nur Probleme. Du machst mich wahnsinnig. Manchmal, wenn du stolperst, bist du nicht mehr in der Lage, aufzustehen. Wie kannst du es wagen? Das ist alles nur wegen dir. Du hast alles ruiniert. Ihre Lehrerin? Wenn du ein Problem gehabt hast, wieso bist du nicht einfach zu mir gekommen, um mit mir darüber zu reden? Wenn du nicht da wärst, wäre alles in Ordnung. Okay. Oh. Hat sie jetzt wirklich mit ihrer Lehrerin so gesprochen? Aber warum? Was hat sie denn getan? Gerechtigkeit, Cheng Huang. Mom mag es, all ihre Sorgen und Probleme zu dir zu bringen. Das ist etwas, was ich denke, ist fruchtlos. Aber manchmal gibt es einfach keinen, der einem helfen kann. Meine Hände zusammen in stillem Gebet. Hier sind meine Fragen. Ich, Fang Rei Xin, möchte deinen Rat. Okay, wir können jetzt Ask About, Frage nach Liebe, Frage nach Prospects und Frage nach Familie. Mal gucken, ob meine Aufnahme läuft. Alles gut? Ja, alles gut. Okay, sehr schön. Nur kurz. Ich frage mal nach meiner Familie. Werden meine Eltern, die sich nur noch streiten, eine zweite Chance zusammen haben? Yang Po, die lachende Antwort. Du kannst nicht über verschüttete Milch lachen. Ist das nicht so? Aber das war meine Familie. Meine Mutter und diese Person, sie redet von ihrem Vater, denke ich. Sie sagt zu ihm nur diese Person. Wir haben früher immer so viel gelacht und gelächelt zusammen. Then I also ask about love. Werde ich dazu bereit sein, ein einfaches Leben zu leben mit meinen Geliebten und meiner Familie?
Yinpo die weinende Antwort. Zehre dich nicht nach dem, was nicht sein kann. Du kannst so gemein sein. Okay, das hat sich nicht so gut angehört. Sie ist wohl auf ewig verdammt. Okay, wartet mal, ich muss jetzt eben mal kurz googeln, was Prospects heißt. Ganz einen kleinen Moment. Manchmal ist es gut, einige Wörter zu googeln, um sie besser im Zusammenhang verstehen zu können. Perspektiven. Meine Perspektiven. Werde ich dazu bereit sein, mein Leben nach meinen Entscheidungen zu leben und meinem Herzen zu folgen, auf meinem eigenen Weg? Yangpo, die lachende Antwort. Also kann ich die Realität nur bedingungslos anschauen und darauf warten, wann es für Gott für richtig hält? Habe ich eine andere Möglichkeit? Frage ich nach zu viel? Ist das Leben einfach nur eine niemals endende Verbitterheit? Ist das überhaupt ein Wort? Ich weiß es nicht. Bitterness. Oder ist es alles einfach nur ich? Divine Answer. Also, es ist wegen mir. Oh nein. Es tut mir leid. Die Jugend ist nicht immer wirklich eine Wahl. Die Sprüche hier sind aber voll schön, voll deep. Okay. Ich glaube, das sind... Da ist Geflüster. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich kann es nicht richtig hören. Ich kann gerade auch nicht schnell rennen. Ich kann nur laufen. Gehen. Ein Old Door. Die Tür ist verschlossen. Erstmal speichern, bitte. Danke. Radio.